Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quicktipps. Mein Name ist Arno Burger und heute schauen wir uns an, wie ihr E-Mails, die zusammengehören, schnell gemeinsam anzeigen könnt. Ich habe hier eine E-Mail, die habe ich gesendet und diese E-Mail ist jetzt überfällig und ich möchte sehen, was alles für Antworten dazu gekommen sind. Und dann kann ich einen Rechtsklick auf die E-Mail machen und kann den Befehl Verwandtes suchen aufrufen und dann Nachrichten in dieser Unterhaltung anzeigen. Hier könnte man auch Nachrichten mit gleichem Absender anzeigen. Wenn die E-Mail geöffnet ist, findet ihr diesen Befehl im Menüband Nachricht unter Bearbeiten, hier mit diesem Briefsymbol, Nachricht in dieser Unterhaltung. Wenn ihr den Befehl aufruft, dann werden alle E-Mails angezeigt, die hier zusammengehören, und zwar sowohl aus dem Posteingang als auch aus anderen Ordner wie den gesendeten Objekten. Dieselbe Funktion habt ihr im Prinzip, ich gehe dazu mal in den Posteingang, wenn ihr den Posteingang hier nach Unterhaltung anzeigen lasst. Und zwar, wenn ihr einen Rechtsklick auf den Spaltenkopf macht, Anordnen nach und dann zusätzlich hier als Unterhaltungen anzeigen wählt, dann werdet ihr noch gefragt, ob in diesem Ordner oder in allen Postfächern. Ich mache mal nur dieser Ordner. Und jetzt seht ihr, ist hier vorne so ein kleines Dreieck dran. Und über dieses kleine Dreieck kann ich jetzt hier die E-Mails, die dazugehören, ausklappen. Und wenn ich da noch ein zweites Mal draufklicke, dann sehe ich auch die, die in den gesendeten Nachrichten sind. Und wenn ihr jetzt hier noch eine Spalte dazu wollt, wie zum Beispiel an, dann kennt ihr ja schon Rechtsklick, Feldauswahl und dann nehmt ihr euch das an hier noch mit dazu. Und dann seht ihr auch diese Information noch. Also jetzt werden alle E-Mails im Posteingang immer nach Unterhaltungen gruppiert, sodass ihr immer bei der neuesten E-Mail zu dieser Unterhaltung alle anderen dabei so eingeklappt seht. Ich hoffe, das hilft euch im Arbeitsalltag weiter. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Ausprobieren und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.